bin der Julian, 17 Jahre alt, Industriemechaniker im zweiten Lehrjahr und der Beste an meinem Beruf gefällt mir die Zersperrung von Metall. Ich habe viele Praktikas gemacht und da habe ich dann halt gemerkt, dass Metallbearbeitung mir gut gefällt. Ich wollte einfach nicht mehr in der Schule rumsitzen, sondern einfach auch handwerklich ein bisschen was machen. Die Fachhochschulreife kann ich dann quasi danach nur letztendlich nachtragen, also nach meiner Ausbildung. Mein Tagesablauf beginnt hier unten dann, ich komme runter, nehme mein Werkzeug auf, was man halt so in die Tasche braucht. Normalerweise kriege ich dann von meinem Meister halt meine Aufgabe zuteilt, entweder fräse, drehe. Also am Meister macht mir eigentlich das Drehen Spaß. Liegt mir einfach gut und mache ich einfach dann dementsprechend auch gern. Ich zeige euch mal was. Ich mache aus dem Rohmaterial den Stufenbolzen. Aus dem Rohmaterial was herstellen, wo man danach halt ein Ergebnis sieht. Irgendwas, wo man dann später halt benutzen kann. Wenn man so einen Bolzen Stahl hat, kann man den halt nirgends einsetzen. Wenn man den bearbeitet und Maschine ist, der dann halt nachher als Schraube oder sonst irgendwas einsetzbar. Davor habe ich Zeitung austragen, habe 20 Euro ungefähr verdient. Der erste Lohn oder der zweite Lohn ist auf jeden Fall was Besonderes. Man freut sich halt, dass man das Geld selber arbeitet hat. Ich glaube, Computer habe ich mir gekauft. Ich würde mich auf jeden Fall wieder entscheiden für den Beruf. Die Arbeit an der Maschine gefällt mir ganz gut. Auch jetzt in der Firma, im Umfeld perfekt. Also würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Ja.